Der Ocelot schießt, das leichte Flugabwehrsystem der Luftwaffe im Einsatz. Sicherheitsbelehrung für die schießende Abteilung der dritten Staffel der Flugabwehrgruppe. Ein besonderer Tag für die Soldaten. Seit 12 Wochen werden sie zum Kommandanten auf dem leichten Flugabwehrsystem ausgebildet. Jetzt soll scharf geschossen werden. Der Staffelchef erklärt die Besonderheit. Das System wurde von der Luftwaffe übernommen, von der Heeresflugabwehr. Die dritte Staffel der Flugabwehrgruppe ist zum 1.10. diesen Jahres neu aufgestellt worden und in der Luftwaffe sind jetzt alle Systeme, die sich mit der bodengebundenen Luftverteidigung befassen, zusammengefasst worden. Die Soldaten haben den Auftrag, mit dem Waffensystem die Bedrohung aus der Luft auf kurze und mittlere Reichweiten zu neutralisieren und einen Schutz der am Boden befindlichen Kräfte sicherzustellen. Die Grundfahrzeuge des Systems basieren auf dem Wiesel II. Eine verlängerte und modifizierte Version des Wiesels. Gehirn des Waffensystems ist das AFF, das Aufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug. Das AFF-Wiesel klärt den Luftraum selbstständig mit Hilfe seines 3D-Radars bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern auf. Ja, ich bin eingesetzt als Truppführer auf dem Aufklärung-, Führung- und Feuerleitfahrzeug AFF. Funktion bzw. Auftrag des Fahrzeuges ist die zentrale Feuerleitung über Datenfunk von bis zu 7 Waffensystemen Ocelot durchzuführen. Das Entstellungen selber ist relativ unproblematisch, weil hochmobil. Das heißt, wir fahren in Stellung, gehen unter Luke, nehmen das System in Betrieb von innerhalb 3 Minuten, dann sind wir einsatzbereit. Zusätzlich können auch Aufklärungsergebnisse anderer Sensoren wie vom Luftraumüberwachungsradar LÜR in die Luftlagedarstellung integriert werden. Damit wird die Aufklärungstiefe erhöht. Zweites Element des Waffensystems ist der Flugabwehrraketenträger Ocelot. Ausgerüstet mit einem klappbaren Startsystem kann es zugewiesene oder selbstständig aufgeklärte Ziele bekämpfen. Hier mit Flugabwehrraketen Stinger. Der Ocelot ist zusätzlich noch mit einem Sensorblock ausgerüstet. Dieser enthält eine lichtstarke TV-Kamera, ein Wärmebildgerät und einen Laser-Entfernungsmesser. Ich bin jetzt hier eingesetzt als Kommandant auf dem Waffenträger Ocelot. Normalerweise sind 4 Raketen Stinger auflafettiert und wir haben im Staukasten hinten nochmal 4 Raketen als Reserve. Der Haupteinsatz wird im Zugverbund sein. Da sind 6 Waffenträger in einem Zug drin und 3 Radargeräte, die für die Aufklärung zuständig sind. Wir bauen eine Datenverbindung auf zwischen dem Radargerät und dem Waffenträger und die Ziele, die er aufklärt am Himmel, weist er ihm per Datenfunk hier zu und die Waffenanlage würde sofort in die Richtung, in die Höhe einnehmen und in den Bekämpfungsauftrag dann reingehen. Bei der Stinger handelt es sich um eine Fire-and-Forget-Waffe. Einmal abgefeuert, verfolgt sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 Mach selbstständig das anvisierte Ziel, auch wenn dieses die Richtung oder die Geschwindigkeit verändert. Die Vorbereitungen auf der Schießbahn sind fast abgeschlossen. Mit einer akuten Bedrohung haben die Soldaten hier in Todendorf an der Ostsee zwar nicht zu rechnen, trotzdem werden sie heute unter sehr realen Bedingungen üben. Ortswechsel, die Nachbarschießbahn mit den Gegenspielern. Sie werden heute den ganzen Tag die Ocelot-Stellungen mit ihren Zieldrohnen angreifen. Hier sehen wir die Flugzielerstellungsdrohne Banshee. Die Geschwindigkeiten bei dieser Banshee-Drohne sind von 60 bis 110 Meter pro Sekunde. Etwa 50.000 Euro kostet die mit Technik gespickte Drohne. Angetrieben ist sie von einem kompakten Wankelmotor im Heck. Aber auch von vorne gibt es Interessantes zu entdecken. Die heiße Nase. Diese heiße Nase soll eine Turbine von einem Jet simulieren. In diesem Fall für das Ocelot-Waffensystem. Die Temperaturen
kann man zweifach einstellen. Also man kann sie erstmal an- und ausstellen während des Fluges. Dann gibt es eine Niedrigtemperatur von bis zu 350 Grad und eine Maximaltemperatur von 750 Grad, je nach Geschwindigkeit natürlich und Höhe. Perfekter Start. Von nun an übernehmen die Piloten. Blick in die Kommandozentrale. Wir befinden uns gerade in der Bodenstation. Diese Bodenstation ist das Kontrollelement für den gesamten Flug. Hier sehen Sie dann zwei Sichtgeräte, wo die jeweiligen Piloten in dem Sinne in diesem Fall bei dem Doppelflug die Drohnen steuern. Hier werden bis zu 200 verschiedene Arten von Daten live übertragen und unser Teamleader und die Piloten haben die Möglichkeit, in jeglicher Sekunde Sicherheit herzustellen. Die Flugrouten wurden vor dem Start programmiert. Selbstverständlich können die Piloten aber jederzeit manuell eingreifen. Das AFF hat die Drohne schon längst entdeckt und die Informationen über Datenfunk an die Ocelot-Besatzung übermittelt. Die muss nun reagieren. Noch wird aber nicht geschossen. Erster Auftrag für die Soldaten: Richtübungen und Feuerbereitschaft herstellen. Das Ziel soll mithilfe der Elektronik verfolgt werden. Nicht ganz einfach. Die Drohne ist bis zu 400 Kilometer schnell. Diese Drohne hat Glück gehabt. Nach mehreren Anflügen und 70 Minuten in der Luft wird über der Schießbahn die Landung eingeleitet. Wieder laufen die Startvorbereitungen. Von Durchgang zu Durchgang wird das Szenario für die Soldaten komplexer. Die Anspannung steigt. Sie haben jetzt Feuerfreigabe. Eine Drohne nach der anderen steigt in den Himmel. Abschuss. Nach etwa 15 Metern fällt das ausgebrannte Starttriebwerk der Stinger zu Boden. Das Marschtriebwerk wird gezündet und der Lenkflugkörper beschleunigt. Ein Ziel in ca. 4000 Metern Entfernung wird nach 8 Sekunden erreicht. Verfehlt die Stinger ihr Ziel, zerlegt sie sich nach einer Flugzeit von 17 Sekunden selbst. Der Zielsuchkopf in der Nase der Stinger arbeitet optisch und spricht auf Kontrastunterschiede im IR- und UV-Bereich an. Ankommende Signale werden ausgewertet und an die Lenkelektronik der Ruderbaugruppe weitergeleitet. So bleibt der Lenkflugkörper immer im anvisierten Ziel. Diesmal haben die Drohnen weniger Glück. Keine von ihnen wird zurückkehren. Vom Totalausfall bis zur Wasserlandung ist alles dabei. Nachbereitungen für die Ocelot-Besatzungen. Die alten Raketenstartrohre werden entfernt, das Schießen ist beendet. Auf der Nachbarbahn startet ein Hubschrauber. Er soll die Überreste der Drohnen suchen. Die werden später von einem Speedboot geborgen. Zeit für ein kurzes Resümee des Staffelchefs. Das Schießen ist natürlich das Highlight für die Staffel, nicht nur für die frisch ausgebildeten Kameraden. Und es war vor allem mit der Übernahme des Waffensystems in die Luftwaffe die erste Möglichkeit, die neu aufgestellte Staffel zusammenzuführen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass das in so professioneller Manier durchgeführt wurde, dass sich von erfahrenen alten Hasen, die mitgewirkt haben, über die jungen, frisch ausgebildeten Kameraden sich gegenseitig unterstützt wurde und wirklich in allen Bereichen die Leistung erbracht wurde und weiter gesteigert werden konnte. In einer Woche werden die Soldaten ihre Ausbildung abgeschlossen haben und können sich dann Kommandant auf ihrem Waffensystem nennen.